Hey, hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen Lucy und ich was ganz Besonderes und zwar werden wir heute mit den Pferden zum See fahren. Yes. Hella, es sieht aus, als wärst du gerade erst aufgestanden. Ja, bin ich auch. Vor 10 Minuten. Wie spät ist es denn? 9 Uhr? 9.20 Uhr? Es ist leider schon 9.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie das werden soll, weil mir jetzt schon kalt ist und ich weiß nicht, wie ich dann ins Wasser gehen soll. Bei diesen Temperaturen. Ja, es ist wirklich noch nicht schön. Also da scheint die Sonne, aber hier so im Schatten ist es kalt. Wir müssen so früh morgens halt mit den Pferden schwimmen, weil am Nachmittag kommen dann die ganzen Gäste. Ja. Gäste? Die Badegäste meinst du? Die Badegäste, genau. Und dann können wir da nicht so gut mehr mit den Pferden lang und so. Und deshalb machen wir es jetzt. Und wofür ist der Anhänger? Mit dem fahren wir da jetzt gleich hin. Okay, dann lass mal Gollum holen. Yes, let's go. Er kommt einfach nicht. Er ist richtig frech. Er schillt hier draußen. Warum kommst du nicht? Machen wir ihm erstmal seinen Schlafanzug ab, würde ich sagen. Raus aus seinem Ganzkörperanzug. Kleiner Astronaut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat kein Gesicht mehr! Wir gehen baden! Woo. So, ich bin ihn jetzt einfach hier an. Auf deiner Terrasse wirst du jetzt geputzt, Gollum. Ich habe das Gefühl, er ist einfach immer nur gelangweilt von mir, ehrlich gesagt. Er macht immer so... Ey, Valentino, Bro, was geht? Nehmen wir eigentlich Valentino auch mit? Nein. Wie nein? Wir haben keinen Platz mehr im Anhänger, weil Lucys fährt ja auch noch mit. Oh Mann, guck mal, da steht der. Valentino, du darfst nicht mit baden. Was machst du da? Ich hab den Schweif jetzt eingecremt und jetzt geht es los. Womit? Mit Sonnencreme oder was? Ja. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht, dass der wächst und gedeiht. Aber Leute, wie ihr sehen könnt, es bringt nichts mehr. Schauen wir mal, wie weit Lucy ist. Lucy! Ja? Wie weit bist du? Ich bin fertig. Gut, ich bin auch fertig. Dann hol mal deinen Gaul. Achso, noch eine wichtige Frage, Tom. Welche von diesen beiden Trensen soll ich heute nehmen? Die oder die? Schwarz, passt besser zu dem Outfit. Aber irgendwie finde ich die braune schöner. Oh, dann frag mich nicht, Hella. Ja, ich weiß, aber ich nehme einfach beide erstmal mit. Hä? Und dann es ist so das Unnötigste. Nimm einfach die schwarze. Ich nehme beide. Nimm die schwarze. Ja, ich nehme auch vielleicht die schwarze. Dann frag mich nicht, Hella. Hier kannst du das einmal nehmen. Nee. Doch, bitte. Das Wetter ist so schön heute einfach. Ach, das wird ein richtig toller Tag werden. Ne, Gollum? Wow. Wow. Gollum. Gut raus, sehr gut. Gollum, wie hast du das denn gemacht? Wir haben geübt. Es wird immer besser. Hallo, Maus. Ja. So machen das Profis dann. Was reibst du dir so, die Hände, ist dir kalt? Ich freue mich einfach richtig, das wird richtig cool. Lucy und ich waren dieses Jahr schon mit Valentino und Bambi beim See. Das war auch richtig cool. Ja. Aber diesmal dachte ich, muss Gollum jetzt auch mal wieder mit. Mal sehen, wie es wird. Oh, ich frage mich, ob ich noch auf Toilette gehe. Du kannst im See pinkeln. Nein, nicht mit Gollum. Oh Mann, ich bin auf Bambi drauf. Alter, nein. Was? Wollte ich eine richtig witzige Sache zeigen, und zwar das hier. Das ist meine Stimmung heute. Und das ist die von Tom. Hä? Weil er gleich nicht baden darf. Ich will auch gar nicht baden, mir ist arschkalt, ja. Oh. Oh. Das ist doch mein Gesicht. Nein, machen wir es lieber so. Der ist so witzig. Wir sind jetzt angekommen, wir haben die Pferde schon abgeladen und dann kann es ja gleich losgehen. Sehr kalt, Leute. Echt? Aber der Sand fühlt sich eigentlich auch gut an. Ja. Ja, es geht. Oh. Ja, jetzt geht's. Der erste Schritt war schlimm. Ah, nein. Yes. Oh, er war mir richtig da. Ja, Gollum, supi! Viel Spaß!
so ein Baumstamm. Da steht übrigens Tom und Lucy da. Zum Glück bist du weich gefallen. Oh, das war das Geilste. Nächstes Mal steige ich auch so ab, aber heute, das wäre mir ein bisschen zu kalt. Aber Lucy, die mag das. Sie hatte aber auch richtig Spaß im Wasser, ne? Die ganze Zeit geplanscht. Ja, ja. So, dann zieht euch mal eure Schuhe wieder an. Sein Rücken ist ja ganz nass. Ja, es war einfach geil. Ich bin richtig geschwommen. Das hat sich richtig geil angefühlt. Wie in Südafrika. Ja. Ich habe das auch schon öfter mit ihm gemacht, aber so richtig tief drin. Das haben wir jetzt noch nicht so oft gemacht. Und das war richtig gut. Sehr schön. Guter. Geil, einfach nur erst geil. Kutsch fährt, jetzt Schwimmpferd. Ja. Gollum hat heute sein Schwimmpferdchen gemacht. Ah, nee, Seepferdchen. Du bist jetzt ein Seepferdchen, Gollum. Hast du jetzt eigentlich ein Abzeichen für ihn? Weil ich dachte, du bist ja der Bademeister. Kann ihm gerne so eins auf Po machen hier so. Nein, danke. Ich dachte, du bist hier Baywatch hier mit deiner roten Short. Ja. Ich bin auch komplett nass geworden. Aber ich möchte das Video sehen, das ist richtig witzig. Was machst du da, Hella? Halt schlimm mit nassen Füßen. Schuhe sind an, oh, dann kannst du jetzt nach Hause gehen. Richtig eklig jetzt, aber egal. Lucy so komplett nass. Wir sind wieder zurück beim Anhänger und jetzt kriegen beide Pferdchen noch einen Apfel. Gollum, ja lecker. Wow, ganz schön. Wie aggressiv. Ja. Will er den nehmen? Oh. Sehr yes. Gut. Und das Vorzeigepony. Ja. Das ist immer so Gewichtheben einfach. Hast du Bambo angebunden? Ja. Okay. Ich muss jetzt tschüss sagen. Tschüss ihr Mann, bis gleich. Sie vertraut mir einfach tschüss, nur nicht. Und tut dann so, als wäre sie tschüss sagen. Nein, würde. Ich muss aber tschüss sagen. Stell dir mal vor, da passiert jetzt was. Wenn jetzt ein Unfall passieren würde, oh Gott. Dann muss ich mein Pferd tschüss sagen. Davon gehen wir jetzt nicht aus. Okay. Nein, aber tschüss, Gollum, du wirst es überleben. Jetzt sag das nicht, ey, das beschwört nur Negatives. Ja, das stimmt. Ich nehme mir jetzt so ein Handtuch. Hier ist mein Handtuch. Das nehme ich mir jetzt. So ein Handtuch wäre einfach schlau. Gib das Handtuch doch Lucy, Mann. Nein, nein, die ist komplett ja, nass. Ja, du kannst es haben, wenn du willst. Ja, das, ich glaub, oder lass das auf die Sitze legen sonst, auf beide Sitze, meinst du, weißt geht du? Auf beide? Ich glaube schon. Daran habt ihr nicht gedacht, Wechselklamotten vielleicht mitzunehmen? Doch, ich schon. Ja. Nur Lucy, ne? Ja, ja. Die hat halt den Körper ins Wasser gemacht. Dann gibt auch Lucy das Handtuch und du ziehst dich um. Nein, so ist gut. Okay. Ich zieh mich gleich am Stall um. Warum sind deine Haare eigentlich nass? Lucy, wir sind heile zu Hause angekommen. Jetzt kannst du wieder Hallo sagen. Hi. Ihr lebt noch. Ja. Gollum, ja, Gollum. So, ich bin hier raus. Ich glaube, ich wasche Gollum jetzt noch einmal komplett ab. Dieses dreckige Wasser ist, glaube ich, bestimmt nicht so gut für die Haut. Und das ja, und so dringend, wie ihr pinkeln musstet, wäre ich mir da auch nicht so sicher, ne? Haben wir auch? Nein, haben wir nicht. Sorry, Gollum, aber du warst komplett im Wasser. Gut hast du das gemacht, Gollum. Also der duscht ja öfters als du, Hella. Witzig. Jetzt kann er sich schön wälzen in der Sonne. Ja. Oh, yes. Was du denn auf? Sonnenbrille, ich muss sie auch einmal benutzen, wenn ich die ganze Zeit hier so aufgesetzt habe. Das ist nur ein Accessoire. Nur ein Accessoire, genau. So wenig zu essen, dass du jetzt auch schon hier diese Stecker essen kannst. Sieht meine Haare gut aus, den Umständen. Ja. Okay. Mops ist mit im Video. Sehr gut. Oh,
würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt das Video. Die Pferde gehen gleich noch auf die Weide. Wir werden uns auf jeden Fall gleich noch umziehen. Ja. Es geht gar nicht mehr. Wir sind nass wie sonst was. Es hat mir so viel Spaß gemacht am See. Es war richtig geil. Dir auch. Ja. Also nächstes Mal bist du auch wieder dabei, oder? Ja, mir wäre einfach so warm. Ich musste einfach einmal reinspringen. Ja. Das ging nicht anders. Es ist ja alles gut gegangen. Ja. Bambi macht das halt auch lieb und hält dann einfach an. Es ist natürlich aber nochmal wichtig zu sagen, dass man das natürlich auch mit Pferden machen muss, die man erstens kennt, die lieb im Umgang sind und dann nicht rausrennen, weil ich meine, es kann ja auch passieren, wenn Lucy jetzt zum Beispiel runterfällt, dass Bambi dann weggerannt wäre oder keine Ahnung was und dann wären richtig schlimme Sachen passiert. Und deshalb muss man natürlich richtig aufpassen, wenn man mit den Pferden schwimmen geht, auch wenn sie das halt noch nicht kennen oder so. Ja, sollte man es vielleicht lieber lassen, I don't know. Auch, dass man die jetzt nicht so ins Wasser zwingt oder so, dass man das langsam macht, also dass man die da langsam ranführt und nur, wenn sie es anbieten. Und ich meine, wir haben unsere Pferde jetzt schon 8-9 Jahre und wir kennen die halt gefühlt in- und auswendig und die sind schon hunderte Male ins Wasser gegangen, deshalb sind wir auch schon so tief reingegangen und so, dass ihr euch nicht wundert. Genau, wir wollen nur, dass nichts Schlimmes passiert. Heute ist alles gut gegangen und... Dann würde ich sagen, nehmen wir... Oh Gott, ich dachte, er geht raus. Nein. So, auch niemand lässt dann dieses Tor so komplett offen. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin natürlich gesund bleiben. Ach so, und ganz wichtig... Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich möchte meine 500.000 Abonnenten, damit Tom mir noch ein drittes Pferd kauft. Leute, abonnieren nicht vergessen. Lucy, hast du meinen Kanal abonniert? Ja. Sehr gut. Natürlich. Mach wie Lucy. Sei wie Lucy. Genau, sei wie Lucy. Abonnier den Kanal. Gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.